Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Mit dem 1.19 Update gibt es jetzt insgesamt 102 Achievements in Minecraft. Und ich starte jetzt eine komplett neue Welt in Ultra Hardcore, um jedes einzelne Achievement wieder ranzubekommen. Somit werden wir in dieser zweiten Staffel nochmal alle legendären Achievements ein weiteres Mal sehen, wie auch den neuen 1.19 Content. Zum Start dieser zweiten Staffel würde ich mich riesig freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lassen könntet. Schreibt mir in die Kommentare, auf welches Achievement ihr euch am meisten wieder freut. Und vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit der zweiten Staffel All Achievements in Ultra Hardcore. Die 1.19 ist endlich draußen. Die nächste Vollversion ist da und ich möchte gemeinsam mit euch diese Version erkunden, spielen, aber auf eine ziemlich extreme Art und Weise. Ich präsentiere hier die zweite Staffel von All Achievements. Wir werden in dieser Welt, wirklich, also in dieser super tollen Welt, in der ich gerade gespawnt bin, jedes einzelne Achievement, auch die neuen 1.19 Achievements ranholen in Ultra Hardcore. Wir werden kein einziges Herz hier heute natürlich regenerieren können und auch im Verlaufe des gesamten Projektes nicht. Das bedeutet, die einzige Möglichkeit, Herzen wiederherzustellen, ist über Goldäpfel, Tränke. Ihr wisst wahrscheinlich, was Ultra Hardcore ist. Und ihr seid eventuell auch verwundert, weil ihr dachtet, dass All Achievements vielleicht auf dem alten Spielstand weitergehen wird. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe Lust. Lust, in dieser Welt komplett durchzustarten und wieder von vorne alles mir zu erarbeiten. Komplett von Null zu beginnen und gemeinsam in einer frischen 1.19 Welt alles mir ranzuholen. Und auch unter anderem alle Sachen, alle Features, die in der 1.19 jetzt dazugekommen sind, mit Monstern, Tieren, Biomen, neuen Blöcken, einfach alles ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Und ich nehme euch da einfach mal mit und habe mir nebenbei gedacht, ja, also dann machen wir halt vielleicht einfach nochmal die ganzen Sachen, die teilweise Tage gedauert haben und super anstrengend waren. Denn es gibt unter anderem auch Achievements, die sind so knifflig und die wurden noch kniffliger. Ich denke da an so manche Effekte, die man jetzt mittlerweile über eine, ja doch, etwas gruselige Kreatur bekommen kann. Und zum Beispiel sowas wie How Did We Get Here noch schwieriger gemacht wird. Ich werde alles, jedes einzelne Achievement ranholen. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich. Lasst einen Like da, abonniert diesen Kanal, um keine Videos dieser Serie hier zu verpassen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Und ich würde sagen, es fängt klassisch an mit dem ersten Achievement. Mehr oder weniger. Man kriegt dafür keine Meldung, aber es ist halt ein Achievement. Wenn du dir einen Crafting-Table gemacht hast, dann kommt halt das. Dann hast du Minecraft, the heart and story of the game. Ja, schön. Bringt mir am Ende jetzt auch noch nicht so viel, denn wir brauchen mehr. Wirklich viel, viel, viel mehr. Und vor allem, wir müssen sehr gut aufpassen, denn wenn wir nicht aufpassen, ist alles hier super, super schnell vorbei. Ich habe auch gerade gesehen, dass wir am Spawn hier glücklicherweise, wir haben hier ein Dorf und normalerweise ist das hier ein Spawn, der mich super abschreckt. Da vorne haben wir ein Ice-Spikes-Biom, aber ich habe gedacht, das ist eigentlich ein halbwegs, ja, besonderer und deswegen können wir den ja schon mal mitnehmen. Wir werden aber auf jeden Fall noch andere Gebiete sehen. Es gibt auch unter anderem ein neues Biom, worauf ich mich sehr freue. Es gibt super viele neue Blöcke, die auch sehr interessant sind, um vielleicht verschiedene Base aufzubauen. Auf jeden Fall wollen wir alles unter die Lupe nehmen und natürlich, es gibt auch neue 1.19 Achievements und die werden wir uns natürlich auch alle angucken. Ich hätte es aber irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen langweilig gefunden, wenn wir einfach unseren alten OP-Spielstand jetzt genommen hätten und einfach, naja, dort jetzt einfach diese neuen Sachen uns angeguckt hätten. Lieber alles wieder von vorne, alles frisch. Und während ich hier ein bisschen rede, ist euch eine Sache schon aufgefallen. Wir haben die nächsten beiden Achievements gemacht. Stone Age und Getting an Upgrade ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht so der Rede wert, weil, also ich will dir nicht zu nahe treten oder so, aber diese Achievements kann ja auch an sich jeder schaffen. Aber wir müssen natürlich auch in diesem Projekt immer wieder die leichten schaffen, die schwierigen und die sehr, sehr, sehr schwierigen. Ja, auf die freue ich mich sehr, weil, wer es nicht weiß, 2020 war das Jahr, als wir damals mit All Achievements gestartet haben. Hier der Kollege da vorne, auch sehr wichtig für ein bestimmtes Achievement. 2020, also mittlerweile 2 Jahre ist es her, dass ich diese gesamten Achievements rangeholt habe und manche habe ich zum Beispiel nur einmal gemacht. A Balanced Diet, 2x2, Adventuring Time, das sind alles Achievements, die machen so viel Spaß, das Ganze halt nochmal zu machen und ich freue mich einfach darauf. Und ich sage euch ehrlich, das nächste Achievement wird hier warten. Ich werde dich nicht beklauen, sondern es mir borgen. Ich bin einer eurer neuen Mitbewohner. Das sind 3 Achievements auf einmal in einer Kiste und zwar Uno, Dos, Tres. Und hier kommt das dritte. Ice Bucket Challenge, Suit Up und Acquire Hardware. Das ist halt ehrlich nice und damit sehe ich auch sehr stylisch aus. Ja, damit sind wir basically schon fast fertig mit diesem Projekt.
sind wir nicht. Also, falls ihr hier mal guckt, vielleicht habt ihr vor kurzem mein 1.8-Video gesehen. Dort sieht das Ganze hier noch ein bisschen anders aus. Es gibt verschiedene Oberkategorien, die wir mit der Zeit freischalten. So sieht die allererste Advancement-Kategorie aus. Bitte habt kein Problem damit, dass ich Achievements zu Advancements sage. Ja, es heißt mittlerweile Advancements. Ich sage aber trotzdem Achievements. Okay, es ist in Ordnung. Für Leute, die jetzt vielleicht zum ersten Mal hier Minecraft oder so zuschauen, das ist jetzt nicht alles. Es kommt noch so viel mehr. Es kommt so viel Stuff auf euch zu. Da könnt ihr euch ganz, ganz sicher sein, dass wir noch lange, lange nicht am Ziel sind. Aber genau danach bin ich ja auf der Suche nach etwas, was auch mich immer wieder vor eine kleine Herausforderung stellt und mich halt auch dazu zwingt, ordentlich zu grinden. Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen Holz und in der Zwischenzeit kann ich euch, weil ihr guckt natürlich auch zu, um direkt die neuesten News zu der neuen Version zu bekommen. Ich zeige euch was, okay? Es gibt eine Sache, die ich cool finde und mich ehrlich gesagt freue, dass das jetzt mittlerweile in diesem Spiel ist. Und zwar das. Ja, das ist ein Boot mit einer Kiste. Ist cool, wenn du sneakst, kannst du es einmal so aufmachen. Wenn du dich reinsetzt, kannst du es halt mit E, öffnest du das Inventar des Bootes. Ist eine coole Sache. Wenn du damit auf dem Ozean looten gehst, kannst du eben den Stuff zwischenspeichern. Ist mehr oder weniger wie eine Schalker. Nur mit dem Unterschied, dass wenn du bei einer Schalker sie halt eben abbaust oder hier das Boot, die Schalker verliert den Stuff nicht, das Boot schon. Und da sehe ich ein kleines Problem. Also ich weiß nicht, ob ich mir das angewöhnen werde, jetzt immer mit diesem Boot rumzufahren über den Ozean, weil wenn dein Inventar damit voll wird, ja, das wird dann ein bisschen komplizierter, dann alles abzuladen. Weil, ehrlich gesagt, was machst denn du, wenn beispielsweise ein Trident in dieses Boot reinfliegt und du dann all dein Stuff vom Meeresboden aufheben müsstest? Alles nicht so geil, aber ist eine coole erste Sache unter anderem und ist auch nicht das Einzige. Es gibt in der 1.19 doch schon relativ viel neuen Content und den werde ich euch versuchen, in dieser Serie auch so schnell wie möglich zu zeigen. Aber ja, ich muss halt auch ein bisschen Glück haben. Seid mir nicht böse, wenn ich jetzt nicht in den ersten Minuten direkt alle neuen Sachen und neue Features euch zeigen kann. Wir machen das hier Stück bei Stück und wir müssen auch vor allem strukturieren bleiben. Denn es gibt so viele Achievements und wir müssen auch einen kleinen Plan haben. Und mein Plan strukturell ist eigentlich, erstmal halbwegs stabilen Stuff sich anzuholen. Und das machen wir eigentlich am besten, indem wir Minecraft durchspielen. Minecraft durchspielen ist eigentlich somit das Beste, um soliden Dia-Stuff, gute Tools, Waffen, Elytra, Level, ihr kennt das Ganze. Und vor allem darüber sollten wir dann auch ziemlich viele Achievements bekommen. Und das ist der Plan. Relativ basic. So haben wir es halt auch schon immer gemacht. Wir müssen uns aber auch darüber noch Gedanken machen, wie wir unsere Herzen, sollten wir, und das wird auch nochmal passieren, wie wir diese generell regenerieren wollen. Weil wenn jetzt hier irgendwie mal ein Skelett auf mich schießt und ich mich nicht verteidigen kann, dann haben wir halt ein kleines Problem. Deswegen sollten wir auf jeden Fall uns ein paar Gedanken machen, dass wir vielleicht bald mal einen kleinen Ausflug machen und vielleicht ein paar Oxydaisies mitnehmen, also ein paar Gänseblümchen. Ich sage euch ehrlich, eine neue Minecraft-Welt startet bei mir mittlerweile nicht ohne das Craften von vielen Sticks. Jeder, der weiß, was jetzt abgeht, weiß auch, dass das eigentlich somit der beste Weg ist, um erstmal solide seinen Stuff erstmal zusammenzubekommen. Wir werden erstmal ein paar Emeralds traden und dann denke ich mal auf den Ozean fahren, denn ich glaube, ja, hier ist halt überall ein Ozean. Dort müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen Eisen, Gold über Shipwrecks und so weiter ranholen. Das wird uns alles, denke ich mal, erstmal soweit ganz gut gelingen. Ich mache mir aber auch zum Beispiel direkt mal ein Schild. Zack. Wir machen uns auch direkt die zwei guten Freunde von mir, Eisenachs und Eisenspitzhacke, haben damit direkt, by the way, ich muss es ja auch immer wieder erwähnen, es ist ja schon fast selbstverständlich, Sweet Dreams, einmal im Bett schlafen, haben wir erledigt. Und genauso auch, isn't it Iron Pick, Eisenspitzhacke sich zu craften, haben wir tatsächlich auch hinbekommen. Ich bin sehr stolz auf mich, ich hoffe, ihr seid es auch auf mich. Und da wir uns in All Achievements befinden, müssen wir uns natürlich auch direkt produktiv um Achievements kümmern. Und deswegen zeige ich euch direkt ein weiteres, und zwar Tactical Fishing. Lassen den Kollegen aber auch sofort wieder frei. Natürlich, hey, hier muss keiner irgendwie leiden. Es wirkt jetzt noch so, oh, Basti holt ja so schnell jetzt Achievements ran. Ja, am Anfang geht's alles noch ziemlich schnell. Aber mit der Zeit, glaubt mir, mit der Zeit wird das auf jeden Fall noch ein bisschen, naja, ein bisschen länger dauern alles. Also, das nächste Achievement, what a deal. Ich danke dir, dass du mir dabei geholfen hast, mein Bester. Wir können aber direkt mal auch für ein weiteres Achievement etwas machen. Und ihr wundert euch, warum ich eine rohe Kartoffel esse oder auch Raw Rabbit. Das hat mit meiner Balanced Diet zu tun. Das ist nämlich ein Achievement, in dem du jedes einzelne Essen, das es im Spiel gibt, einmal essen musst. Und da zählt halt wirklich alles rein. Kosfrucht, OP-Gottapfel, aber auch rohes Hasenfleisch. Und deswegen gar nicht so verkehrt, werden wir das schon mal erledigt haben. Und du, mein Bester, du wirst mein Farmer und gibst mir erstmal ein paar Brote. Dann haben wir erstmal, ja, genug Essen für die nächsten 6 Jahre und machen uns damit erstmal entspannt auf eine kleine Expedition auf diesem Ozean und können dabei eines der neuen 1.19 Features direkt mal abchecken, und zwar das Boot mit einer Kiste. Ehrlich gesagt, aber auch hier ein cooles Biom, so Ice Spikes auf dem Frozen Ocean. Sind beides auch Biome, die ein bisschen länger dauern könnten, wenn es darum geht, alle Biome
Biome zu bereisen. Gibt es nämlich auch. Adventuring Time heißt dieses Achievement. Dauert in der Regel auch ziemlich lang, weil es viele Biome auch gibt, die gut und gerne mal ein bisschen länger dauern. Und ich hole mir hier gerade ein bisschen rohen Lachs rein. Einerseits, um den rohen Lachs dann auch zu essen. Ja, aber ich möchte diesen rohen Lachs auch jemand anderem geben. Hallihallo, lieber Eisbär. Ich hau schon den Rückwärtsgang ein. Ich wollte Ihnen eigentlich gar nicht so nahe kommen, sondern vielmehr bin ich hier daran interessiert. Und zwar für meinen ersten Diamanten. Dann haben wir eine Poison Potato. Mensch, da freue ich mich auch richtig, die nachher zu essen. Und wir haben Papier und eine Schatzkarte. Das war gar nicht knapp, hey. Jetzt aber erstmal der Klassiker. Ihr wisst, wie es läuft. Da gab es auch Fragen dazu, ob das in der 1.19 nicht mehr möglich ist. Das ist weiterhin möglich. Schatzkisten sind immer noch auf den Chunk-Koordinaten 9,9 vergraben. Dementsprechend, nicer way to go. 5 TNT, okay, Hilfe. Welcher Pirat war denn hier? Und wir haben unter anderem unser Heart of the Sea. Das brauchen wir für den Akquisator. Aber auch das nächste Achievement. Klassische Diamonds. Sehr, 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 sehr gut. Und weil ich gerade über 1.19 Features geredet habe und euch dieses tolle Boot gezeigt habe, kann ich euch direkt die nächste Sache präsentieren. Haltet euch fest. Die werden gewaterlockt. Klar, nervig für MLGs, aber rein optisch kann man vielleicht ein paar coole Sachen damit bauen. Oder auch für einen Cobblegen ganz praktisch. Das wurde eingeführt für eine neue Baumart, die in einem neuen Biom ist. Und diese werden wir uns dann auch nochmal später genauer angucken. Oh, das könnte sehr, sehr interessant werden. Erstmal die Karotte essen, dann haben wir die auch von der Liste. Da vorne, das ist ein Pillager Outpost. Warum ich den jetzt so interessant finde? Ja, er gibt mir einerseits Achievements, viele, ziemlich viele. Es gibt viele mit Raids, wo man wieder zusammenhängt. Aber wir haben dort ein paar Gefängnisse. Und normalerweise würdet ihr sagen, dass dort doch ein Eisengolem sein sollte. Nicht zwingend. Dort kann nämlich auch etwas anderes sein. Und das finde ich sehr, sehr cool, wie das Mojang bzw. das Minecraft-Team jetzt gemacht hat, dass sie nämlich bestehende Strukturen, nämlich den Pillager Outpost und auch eine Woodland Mansion genommen haben und diese geupdatet haben und dort neuen Content hinzugefügt haben, finde ich richtig cool. Ja, ihr denkt jetzt auch, Basti erzählt euch einfach irgendwelche Lügen, aber da könnte normalerweise was anderes drin sein. Ein neues Monster. Ist jetzt nicht der Fall, aber da könnte das Monster rein, das das Mob-Voting gewonnen hat, das könnte dort rein theoretisch zu sehen sein. Werden wir aber auf jeden Fall auch nochmal uns genauer angucken. Ich sage euch ehrlich, ich könnte jetzt natürlich auch gemein sein und sagen, hey, ich nehme jetzt irgendeinem Villager hier sein Haus weg. Will ich aber ehrlich gesagt gar nicht machen. Ich nehme euch erstmal die Bäume hier aus dem Dorf weg, aber ich versuche dieses Dorf, das ist jetzt mehr oder weniger unsere Startbase, okay? So, das ist jetzt hier unsere Start-Area. Ich sage euch ehrlich, ist es low, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich ja eigentlich in diesen Eisberg ziehen kann? Ja, ich habe das so ein bisschen vor Augen. Ich glaube, das könnte was werden. Oder der hier. Ja, aber der ist so weit weg. Ich will nicht so weit weg vom Dorf sein, von meinen Freunden. Erklärt mich nicht für verrückt oder so, aber hier sind Katzen und ich brauche diese Katzen. Das ist nicht dein Ernst. Du kannst mir jetzt nicht alle Fische wegfressen. Es gibt ein Achievement. Es gibt 11 verschiedene Katzenarten. Gestreift, Farbe, gepunktet, einfarbig. Und du musst eben alle 11 verschiedenen Arten tamen. Das hat jetzt gerade super geklappt. Ich danke dir vielmals. Ja, du musst jetzt hier bleiben. Nein, das machst du jetzt wirklich nicht. Danke dir. Und damit haben wir auch das nächste Achievement. Best Friends Forever. Wir beide sind füreinander gemacht. Kurzes Best Friends Forever Picture. Leute, ganz ehrlich. Es gibt wesentlich, wesentlich schlimmere Starterbase. Oh nein, Absicht? Ohne Mist, das ist Dachfenster. Wir haben auch einen kleinen Wasserschaden in unserem Haus. Lasst euch aber davon gar nicht, also ohne Mist, lasst euch davon nicht viel erzählen. Unsere allererste Bude in All Achievements 2.0. Ich möchte direkt eine Eisenfarm machen. Eine Eisenfarm direkt am Anfang des Projektes zu haben, glaube ich, kann sehr praktisch sein, weil bevor ich jetzt hier eine große Caving-Tour mache, ist es ja gar nicht mal so verkehrt, eine stabile Methode zu haben, um automatisiert Eisen zu farmen. Und Eisenfarmen sind ehrlich gesagt gar nicht mal so kompliziert, wie man sich das teilweise vorstellt. Machen wir die Eisenfarm direkt hier auf dem Wasser? Ich glaube, das sollte aber eigentlich ganz gut gehen. Ich sage euch aber ehrlich, ich habe wirklich eine kleine Vision, ne? Ich habe hier wirklich so eine Vision, wie wir nochmal mit Schnee außen rum. Guck, so jetzt hier so ein... Boah, ich sag mal ganz ehrlich, so in die Richtung so ein bisschen was bauen, das wird alles am Ende richtig cool aussehen. Dann ziehen wir hier so einen Streifen rum. Das würde am Ende, ohne Mist, ich sag dir, gib mir 2-3 Tage, gib mir 2-3 Folgen. Das sieht am Ende aus wie die schönste Wohnung aller Zeiten. So, dann haben wir 3 Villager. Ihr drei werdet einen neuen Arbeitsplatz bekommen. Ja, ihr drei werdet halt meine Eisenfarm. So, während des Baus unserer Eisenfarm. Oh nein, ich sehe gerade was mir gar nicht gefällt. Werden wir jetzt erstmal das neues Achievement bekommen. Und zwar Monster Hunter. Du
ihr solltet eigentlich nicht hier draußen sein. Wir haben die Eisenfarm jetzt erstmal so weit, so gut. Es fehlt an sich der Zombie. Wir brauchen noch einen Nametag dafür. Wir bräuchten mal einen Lava-Eimer. Und wir haben gerade auch unnötigerweise am Zombie Schaden begonnen. Das war der erste Schaden im gesamten Projekt. Wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern. Also wir müssen unsere Herzen erstmal wieder regenerieren, bevor wir hier irgendwas machen. Kein unnötiges Risiko eingehen. Wir gehen jetzt erstmal im besten Fall ein bisschen Rune Portals farmen. Holen uns Goldäpfel. Am besten halt ein paar Oxydaisies wären sehr wichtig. Mal gucken, ob wir etwas finden. Das hier ist, by the way, weil ich gerade Lava brauche für meine Eisenfarm, das nächste Achievement. Und zwar Hot Stuff. Nichts Spektakuläres. So, nochmal Diamanten auch gefunden. Das ist gut. Und nochmal eine Menge Eisen. Wir müssen jetzt erstmal ein Gap machen. Ich fühle mich ansonsten einfach nicht sicher. So, haben wir mal unseren ersten Gap gegischen. So, wir sind zurück von einer kleinen Expedition. Ich habe mir mal die Gegend ein bisschen angeguckt und ich kann so viel sagen, es ist alles voll mit Eis und Schnee. Wir haben das hier zusammengefarmt, ein paar Shipwrecks. Wir haben einen Lava-Eimer geholt, einen Magma-Block, den wir auch noch brauchen für die Eisenfarm. Eine Menge Oxydaisies, damit wir jetzt endlich mal ein paar Herzen regenerieren können. Hab Bambus gefunden. Aber auf jeden Fall habe ich mir jetzt nochmal alles in der Umgebung angeguckt. Sieht soweit, ja, kalt aus. Hier gibt es halt leider echt wenig Möglichkeiten. Oxydaisies zu holen, was aber gar nicht so das Problem ist. Wir müssen dann halt einfach aufpassen, dass wir nicht so viel Schaden nehmen. So, hier kommt die Lava hin und hier kommt das Wasser zu. Wir machen extra hier einen Magma-Block drauf, damit das Ganze hier nicht zufriert. Jetzt müssten wir nur noch spawn-proven und in der kommenden Nacht den Zombie hier reinlenken. So, nächstes Achievement. Das ist nicht so geplant. Not today, thank you. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal darum. Dort drüben diesen Lavasee. Wir werden uns dort ein bisschen Obsidian ranholen, um dann jetzt in den Nether zu gehen. Im Nether werden wir größtenteils auch erstmal an Pilze rankommen, was wichtig ist. Nether-Portal. Machen wir erstmal übergangsweise hierhin. Und das ist, by the way, jetzt auch das nächste Achievement. Meine Damen und Herren, das erste Mal in einer anderen Dimension. So sieht der Nether in der 1.19 aus. Unverändert. Yo! Das ist halt richtig gut. Wir haben halt direkt eine Festung. Das ist schon eine Menge wert. Und eine Treasure-Bastion. Nice. Ja, lass uns doch mal eine Base verlagern. Alright, aber ja, wie gesagt, hier optimal natürlich für unsere Pilze erstmal. Und jetzt geht es erstmal darum, lass uns bitte endlich jetzt diese Eisenfarm zu Ende machen. Endlich das jetzt mit dem Eisen zu automatisieren. Perfekt. Einmal rein mit dir. Das passt. Kenny, danke dir für 9 Morte. Oh mein Gott. Die Eisenfarm funktioniert jetzt auch. Wir hatten noch ein paar Schwierigkeiten. Aber ich glaube, es sollte jetzt alles soweit klappen. Ich möchte jetzt bitte zugucken, wie hier... Bitte Eisengolems, mir Eisen jetzt geben. Leute, das war jetzt alles ein ganz großer Krampf. Wir hatten zwischenzeitlich einmal mal Pillager auf einmal hier. Die wir nicht einfach töten durften, weil sonst Raid. Dann war irgendwas noch drin falsch mit einer Trapdoor. Und deswegen, weiß ich nicht, einmal sind die Villager einfach rausgelaufen. Auf jeden Fall funktioniert sie jetzt. Und wir haben eine funktionierende, nicht wunderschöne Eisenfarm. Und der Sinn hierhinter ist, logischerweise Eisen brauche ich für ein Full Beacon, für Trading. Super Quelle für Emeralds. Und ich kann jetzt Toolsmith, Armor und Weaponsmith damit hochboosten. Dazu brauche ich noch Kohle. Und das ist der nächste Auftrag. Eisentrade. Das ist natürlich praktisch, wenn man eine Eisenfarm hat. Dia-Axt, FI2. Nein, damit kann man noch entspannter als Holzfarm auf jeden Fall. Alright, Diamond Armor incoming. Bro, was eine schöne Hose. Wirklich Prot 3, Unbreaking 3. Da sagt man auf jeden Fall Danke. Nächstes Achievement. Cover me with Diamonds. Prot 3, Unbreaking 3. Sehr schmackhaft. Natürlich auch die Hose als erstes. Und dann sehen wir nochmal direkt die anderen Rüstungsteile, die er jetzt hat. Und zwar Prot 2 Aqua Affinity, cool. Und Prot 2 Unbreaking 3. Wirklich unfassbar gut. Es ist lediglich ein einziges Enchantment, nicht Protection. Also allen Ernstes, das ist richtig, richtig gut. Und dann können wir direkt den Helm hinterherholen und sind mittlerweile sogar schon Half Diamond. Gut, dann jetzt das letzte Piece, Leute. Diamantschuhe und wir sind Full Diamant. Er könnte jetzt Effektpfeile geben oder ein Crossbow. Er gibt ein Crossbow. Wenn er jetzt Piercing hat, wäre geil. Der Villager hier vorne, der ist richtig praktisch, weil Piercing brauchen wir für 2 Achievements sogar auf einem relativ hohen Level. Also wir müssen uns früher oder später auch einen Piercing 4 Crossbow machen. Das ist mehr oder weniger perfekt, dass er das jetzt hier direkt gibt. Auch sehr praktisch, dass er direkt in unserer Basis ist. So, was hast du denn jetzt für ein Diaschwert? Ach, für 10 Emeralds? Ja, was soll ich euch sagen? I guess kann man disenchanten. Und wenn wir dann full enchanten, kriegen wir tatsächlich Looting 2. Denn die ersten Enchantments, das ist auch eine Technik, die, wenn All Achievements gespeedrunnt wird, ist das eine Taktik. Und zwar jedes Mal, wenn du eine neue Welt erstellst, gibt es festgeschriebene erste Enchantments. Und bei einem Full Enchanter wäre das auf einem Dia-Schwert immer Looting 2. Und bei einem Trident immer Channeling. Und Channeling ist etwas, was wir auch brauchen für mehrere Achievements. Deswegen, wenn wir mal ein Trident hätten, könnte man darauf zurückgreifen. Haben wir aber leider noch nicht. Was wir aber jetzt erstmal
erstmal haben, ist Dia Spitzhacke, Dia Axt, Dia Schwert. Wir sind momentan top equipped und können uns dann jetzt eigentlich um den Nether kümmern. Wir werden jetzt in den Nether gehen und uns unter anderem um A Terrible Fortress kümmern. Wir kümmern uns um Into Fire. Wir wollen Potions brauen. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall, bevor wir Minecraft durchspielen, Regenerationstränke, Instant Healing. Das sind alles Sachen, um die wir uns halt kümmern müssten. Lass uns mal ganz kurz in diese Richtung hier traveln. Ich würde mal ganz kurz ein bisschen vielleicht nochmal hier Shipwrecks mitnehmen oder gucken, was wir hier nochmal für Biome finden. So, wir haben sogar hier einen Sumpf. Ich erkunde hier gerade so ein bisschen die Insel, loote so ein bisschen Stuff, hol mir Leder ran, ein bisschen Fleisch, weil ich überlege gerade, ob ich vielleicht Full Enchante, mir auf jeden Fall nochmal vielleicht Featherfalling und Looting ranhole, bevor ich jetzt in den Nether gehe. Featherfalling wäre schon ganz gut. Musik war zu dem Zeitpunkt aus. Oh, sie gibt es ja nicht nur im neuen Biom, also im neuen Sumpfbiom, sondern auch in alten Sümpfen gibt es die Kollegen. Das hier ist ein Frosch. Diesen Frosch gibt es in drei verschiedenen Arten. Und unter anderem bräuchten wir dich sogar für ein Achievement. Ey, ich finde die jetzt mal ganz groß, bevor wir uns über die Achievements unterhalten. Alter, übertrieben cool. Und ich finde vor allem der Content, der mit ihnen dazu gekommen ist, auch sehr, sehr interessant. Denn sie können einerseits Produzent für sehr besondere Blöcke sein, die sehr, sehr cool aussehen. Die brauchen wir unter anderem für ein Achievement. Dann gibt es ein Achievement, wenn wir, sagen wir mal, also die mit dem Fortpflanzungsprozess zu tun haben. Ich kann es euch auch zeigen. Das müsste das hier sein, und zwar Bucket Bucket Catch A Tadpole, das müsste eine Kaulquappe sein in the Bucket. Du kannst selber den Frosch nicht in den Bucket packen, aber dafür die Kaulquappen. Dann gibt es auch auf jeden Fall auch ein Achievement, welches auf den drei verschiedenen Farben, auf den drei verschiedenen Arten basiert, welches ich richtig cool finde. Aber das können wir jetzt aktuell auch noch nicht machen. Aber ehrlich gesagt könnten wir... Wir können mal bis zur Nacht warten und hoffen, dass hier vielleicht Slimes spawnen und könnten uns um das erste Frosch-Achievement, um das erste 1.19-Achievement kümmern. Aber dann machen wir halt hier nochmal ein bisschen weiter und erkunden das. Aber ansonsten... Wie gesagt, ich finde die Frösche soweit cool. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was eure Meinung zu den Fröschen ist. Ich denke mal, dass wir uns auf jeden Fall auch Frösche noch in die Base holen sollten. Und oh, das ist ein richtig, richtig guter Fund, der mich sehr freut. Dort hinten haben wir einen Zauberwald. Ja, dann können wir uns die Zeit ja eh direkt hier vertreiben. Zauberwald ist, solange wir noch kein Beacon oder keine Tränke haben, immer noch die beste Möglichkeit, Herzen zu regenerieren. Also die Rede ist dann halt von Pilzsuppen. Und eventuell, das werden wir ja auf jeden Fall auch nochmal machen. Das können wir eigentlich auch mal mit einem Kartografen machen. Uns vielleicht eine Woodland Mansion Karte ertraden. Darauf hätte ich auch nochmal Lust. Aber das werden wir wahrscheinlich dann erst nach dem End machen. So, guck mal, da vorne haben wir ein Skelett. Ich kann es ja mal versuchen auf Casual. Boah, das sind niemals 50 Blöcke, oder? Nee. Auf jeden Fall haben wir erstmal Take Aim. Und Sniper Duel. Das waren 50 Blöcke. Habe ich mal ein bisschen ganz gut abgeschätzt. Nein, das ist jetzt ehrlich ärgerlich. Auf ein Gewitter musst du in der Regel normalerweise ziemlich lange warten und ist auch wichtig für so einige Achievements. Egal, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir ein Gewitter hier haben. Was wir aber glücklicherweise jetzt hier haben, ist ein Slime. Hoffentlich droppst du mir. Jo, tut er. So, die beiden, die können sich jetzt ganz doll lieb haben, wenn wir ihnen Slimeballs geben. Dann wird ein Kollege von den beiden gleich... sagen, hey, guck mal, ich mache jetzt mal was. Erstmal haben wir The Parrots and the Bats bekommen. Das ist einfach nur die, ja, dass man zwei Animals together breedet. Und normalerweise möchte er jetzt am Wasser seinen Laich legen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese einzelne Wasserquelle ihm ausreicht. Die reicht ihm aus. Und damit haben wir sogar direkt das nächste Achievement, wenn diese Kollegen hier schlüpfen. Dann können wir ja mehrere Kaulquappen einmal mitnehmen. Einmal welche auch bei uns zu Hause in einem kalten Biom schlüpfen lassen. Dann haben wir auf jeden Fall eine besondere Art. Einmal hier und einmal dort. Und dann könnt ihr nochmal sehen, wie das aussieht, wenn sie das jetzt, sagen wir mal, natürlich machen, ohne dass ich ihnen meinen eigenen kleinen Wasserteich da hinpacke. Oh, da sind sie ja. Nächstes Achievement haben wir auch. Und das ist das erste 1.19 Achievement. Bucket, Bucket. Und guckt ihn euch an. Wir werden beobachtet, Leute. 6 Pixel groß. Eine Kaulquappe. Eine Kaulquappe in unserem Eimer. Richtig, richtig nice. Und je nachdem, wo diese jetzt ausgebrütet werden, verändert sich eben die Art des jeweiligen Frosches. Und wir brauchen alle Froscharten mindestens einmal für ein bestimmtes Achievement. So, hier gibt es nochmal eine neue Katze im Dorf. Okay, im Wasser bin ich schneller. Dann ist das jetzt hier die dritte. Und ein Fisch hat perfekt geklappt. Wir haben damit jetzt insgesamt 4 Katzen getamed. A complete catalog ist das. Tame all cat variants. 4 von 11. 7 to go. Okay, wir haben hier vorne noch einen Dschungel. Da kriegen wir auf jeden Fall unsere Melonen her. Dann haben wir auf jeden Fall Glittering Melons. Sehr, sehr nice. Und können wir uns auch merken für dann Pandas, Ocelots, die wir eben auch alle gebreedet bekommen müssen. So, Melonen. Da haben wir sie. Perfekt. Dann haben wir jetzt wirklich eine sehr erfolgreiche Exkursion hinter uns. Dann können wir uns erstmal wieder zurück zu unserer Base begeben. Und kümmern uns dann um alles, was so im Nether ansteht, Leute. Sehr, sehr gut. Es geht voran. Aber Leute, dann haben wir jetzt erstmal einen Enchanter an unserer Basis.
Dann können wir hier auch nochmal. Bum, bum, bum. Und dann funktioniert der auch. Wir machen das mal so. Haben damit das erste Mal enchanted. Haben ein Achievement. Come on, Power 4 und noch Unwrecking 3 oder so mit drauf. Irgendwas Geiles. Ja, komm. Looting 3, Sharpness. Bro, es wird da niemals Unbreaking 3. Looting. Ich hätte mit Schlimmeren gerechnet, weil, wenn wir da Looting 3 raufpacken, ist das ehrlich gesagt sogar ein geiles Schwert. Gut, Leute, wir gehen jetzt in den Nether und kümmern uns jetzt mal um eine Menge Nether Achievements. Wir machen mal auf Vorbereitung zwei Gaps auch, holen uns ganz kurz Kupfer, damit wir ein Fernglas machen können und dann geht es auf in den Nether. Und im Nether haben wir eine Menge Sachen zu erledigen. Wir werden auf jeden Fall a Terrible Fortress hinbekommen, wir werden Into Fire sehr schnell machen, wir werden ein bisschen traden mit Piglins, wir werden dann auch sozusagen auch Shiny schnell machen können, wir werden schnell Crying Obsidian bekommen, Return to Sender können wir schnell machen. Uneasy Alive könnten wir auch viel, viel schneller machen, wie wir das in der ersten Staffel gemacht haben. In der ersten Staffel, wer kann sich, also Uneasy Alliance ist ein Achievement, da habe ich mir die Zähne dran ausgebissen. Da habe ich gedacht, Alter, das ist so ein stressiges Achievement. Aber es gibt auch Methoden, die ich jetzt mittlerweile gelernt habe, mit denen du das auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel schneller hinbekommen kannst. Yo, wer bist denn du? Unser zweiter Mitbewohner ist geschlüpft. Cool, siehst du aus. Es geht auf in den Nether, meine Damen und Herren. Wir brauchen ein paar weitere Nether-Achievements. Wir können uns mal direkt hier um etwas kümmern. Und zwar um Shiny. Das heißt, dass wir diesen Piglin erstmal direkt distracten, der eigentlich auf uns sauer ist, aber dann irgendwie nicht mehr so sauer auf uns ist, weil wir ihn ein bisschen mit Gold impressen. Hier sind so viele Endermen. Ich möchte die eigentlich gar nicht ohne Looting töten, ne? Oh, da vorne haben wir was. Und zwar... Hä? Warum macht er den Sound? Ich wollte eigentlich das Achievement hier machen, weil es da vorne einen Ballon für uns gibt. Die haben jetzt einen Warnsound. So von wegen, hey, pass auf, hier ist ein Zombified Pigman oder was. Das ist gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Oh, nächstes Achievement, by the way. Who's Cutting Onion? Hat uns ein Piglin jetzt hier getradet. Ich hole mir in der Zwischenzeit gerade mal die Enderperlen. Wir wollen ja, wie gesagt, auch nochmal Minecraft durchspielen. So, A Terrible Fortress. Das Achievement ist jetzt auch erstmal abgehakt. Sehr, sehr, sehr gut. Wir brauchen Netherwarzen. Wir brauchen Blaze Rods. Unter anderem einfach One-Hit. Maybe sehen wir auch direkt einen Wither Skeleton, wenn der mir gerne ohne Looting direkt was droppen will. Habe ich kein Problem mit. Hier haben wir die Netherwarzen schon direkt. Sehr gut. So, wir haben unsere allererste Blaze Rod. Into Fire, damit auch abgehakt. Sehr, sehr gut. So, wir können uns direkt mal einen Brewing Stand machen. Netherwarze und die erste Ladung Tränke kann geladen werden. Damit machen wir dann, by the way, auch das nächste Achievement. Local Brewery. Hier haben wir das Achievement einmal offiziell. So, 12 Blaze Rods. Damit bin ich erstmal zufrieden. Damit können wir erstmal aus dieser Festung hier rausgehen. Holen uns jetzt noch Glowstone. Da machen wir uns Level 2 Tränke. Alter, es ist so voll mit Enderman hier. Ich habe vorhin hier alle gekillt. Es sind schon wieder 4 Stück da. Also, das ist richtig, richtig nice. Das würde mich richtig freuen für auch zukünftige Challenges in 1.19, wenn halt immer so viele Endermen in einem Warp Forest sind. Oh, sehr gut. Mit dem Kollegen könnten wir auch nochmal direkt Return to Sender machen. Oh mein. Leute, das kann, also... Danke! Damit haben wir Return to Sender abgehakt. Bevor wir jetzt gleich dorthin in diese Treasure-Bastion gehen, will ich jetzt erstmal nochmal ganz kurz zurück in die Overworld. Ich enchante zweimal auf Level 30. Wir machen uns nochmal neue Tränke. Ich mache die ganzen Heiltränke auf Stufe 2. Wir machen uns Fire Resistance auf 8 Minuten. Und dann geht es in die Treasure-Bastion, in der wir dann hoffentlich einerseits das Achievement bekommen für das Betreten einer Bastion, aber vielleicht auch unser allererstes Ancient Debris und eben Netherite Piece. Damit könnten wir auch direkt ein Achievement abhaken. Zack, dann fühle ich mich auch schon mal direkt wohler, wenn wir dann in Richtung der Bastion gehen. Wir probieren Prot 4, come on. Nur Prot 4 ist natürlich mau. Come on, Bro, gönn mir jetzt einmal Prot 4. Bitte mit Feather Falling. Mit Destroyer 3 und Unbreaking 3 ist das schon okay, aber leider noch nicht das, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Jetzt geht es erstmal wieder in Richtung unserer Bastion. Nächstes Achievement. Wir haben eine Bastion betreten, wenn zwar auch nur den Rand. Und irgendwie sieht das aus wie mein Zuhause, ich weiß gar nicht warum. So, damit haben wir jetzt erstmal auch Warpicks erledigt. Goldene Karotten nehme ich dankend an. Goldblock auch natürlich. So, die Kollegen müssen wir jetzt erstmal hier wegmachen. Man darf nämlich nicht nur denken, dass die Piglin Brutes und die Piglins generell halt Stress machen. Die Magma Cubes sind auch teilweise echt nicht zu unterschätzen.
Leider erstmal kein Netherite oder Ancient Debris. Aber dafür schon mal richtig viele Goldblöcke. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ah, es wäre schon schön gewesen, jetzt direkt ein Netherite Ingot zu bekommen. Oh, sehr gut. Wir haben einmal unsere Silk Touch Spitzhacke jetzt. Aber zusätzlich auch noch haben wir ein weiteres Achievement. Hidden in the Death. Noch eins, sehr gut. Und Bane of Arthropods. Naja. Leute, by the way, als nächstes auf der Agenda wird jetzt stehen, nachdem wir jetzt die Bastionen so ein bisschen auseinandergenommen haben. Jetzt werden wir Minecraft durchspielen. Wir brauchen jetzt endlich mal eine Elytra. Ich weiß, ihr wollt auch endlich mich hier ein bisschen rumfliegen sehen. Wenn wir jetzt nochmal einen Überblick übrigens jetzt mal hier uns reinziehen, sehen wir, dass wir auf der Minecraft-Ebene, wenn wir jetzt einfach Minecraft durchspielen mit I Spy und The End und dann noch Zombie Doctor wäre das Einzige, was fehlt. Ich hoffe, das werden wir dann bald erledigt haben. Gehen wir in eine sehr, sehr gute Richtung. Eigentlich würde ich Zombie Doctor sogar, bevor wir jetzt ins End gehen, noch machen und mir Mending und Unbreaking mit zombifizierten Villagern ertraden. Das wäre eigentlich sehr gut. Hier Adventure, das ist alles ganz viel, was wir nach dem End alles machen werden. Hier gibt es so viele Sachen, die wir noch machen können. Ich werde unter anderem, aber wenn wir dann im End sind, auch mich darum kümmern, dass wir den Enderdrachen mit dem Spyglass angucken. Wir werden auch unter anderem den Drachenatem mitnehmen. Wir müssen auf jeden Fall Flaschen mitnehmen. Aber hier auch im Nether, Return to Sender, in die Bastion sind wir gegangen. Warpicks haben wir gemacht. Wir haben Ancient Debris gefunden, die Festung. Into Fire, eine Blaze Rod aufgesammelt. Wir haben Local Brewery, wir haben Crying Obsidian und ein Pinklin auch Distracted mit Gold. Aber es fehlen auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Aber wir sind ja auch immer noch erst in der ersten Folge von diesem gesamten Ding. Alright, da vorne haben wir den Igloo. Ich habe jetzt ein bisschen danach gesucht. Wir sind mittlerweile näher in Richtung Spawn gegangen. Finally. Also wenn das jetzt immer noch nicht geklappt hätte. Ich hätte geweint. Also ernsthaft. So, auch ganz wichtig, falls der eine schneller fertig wird als der andere, sie auf jeden Fall nochmal separat zu machen. Aber ein Iglo ist für sowas eigentlich perfekt. Ja, nächste, wie gesagt. Oh, Zombie Doctor, das nächste Achievement. Und jetzt direkt Mending und Unbreaking. So, Mending für einen einzigen Emerald. Dann haben wir jetzt zweimal Unbreaking 3 und zweimal Mending. Das ist die Ender Chest, die nehmen wir mit, weil wir Silk Touch haben. Unser Inventar sieht ansonsten so aus und damit werden wir jetzt Minecraft durchspielen. Wir haben fürs Achievement den Ender Drachen angucken, das. Wir haben die Flaschen für den Drachenatem. Wir werden den Drachen töten. Wir nehmen das Ei mit, da sind Fackeln. Das, dies, das passt alles. Wir müssten normalerweise noch ein paar Kristalle mitnehmen. Darauf verzichten wir. Neuer Envil, das wird schon reichen. Erstes Enderauge wird geworfen in All Achievements 2.0. Es geht in Richtung Westen. So, und jetzt geht's aber auch zurück. Also das Stronghold, der müsste irgendwo jetzt eigentlich hier sein. Stronghold gefunden, minus 2500 und minus 400. Der Stronghold ist wirklich auf Höhe minus 34. Das ist der erste Stronghold in der 1.19 für mich. Und nun ja, wir haben damit das nächste Achievement. I Spy. Wir sind erstmal drin. So, et voilà. Ein klassisches Zero-Eye, gar kein Problem. Guck mal, Bibliothek gefunden. Zwar versteckt, aber gefunden. Und jetzt halte ich fest. Effi 4, Piercing 4. Quick Charge, Power 4, Prot 3. Quick Charge 2, Mending Buch sogar. Und wir nehmen jetzt mal die ganzen Bücher mit. Also, es wird Zeit, Minecraft durchzuspielen. Das Ganze in Ultra Hardcore. In All Achievements. Und sobald wir das End betreten, ist es dann auch erstmal das nächste Achievement. Es wird jetzt erstmal eine Menge Achievements geben. Und zwar erstmal The End. Hä? Was ist denn das? Das ist ein Plane. Also Leute, wir spielen das allererste Mal in der 1.19 das hier durch. Du schießt einmal auf mich, das ist wunderbar. Ich kann dir einmal ein bisschen Pfefferminz anbieten. Und damit ist das nächste Achievement auch geschafft. So, Drache, wie sieht's aus? Wie gefällt dir mein Power 5 Bogen? Bist du traurig, dass es in der 1.19 jetzt nichts für dich gab? Update-mäßiges? Du wirst bestimmt auch nochmal drankommen. Aber man darf auch nicht vergessen, du hast in der 1.9, ne? Da kam so viel im End dazu. Ganz entspannt bleiben, Leute. Habe ich ihn gerade durch Obsidian getroffen? Das musst du auch erstmal schaffen. So. Machen wir erstmal einen Haken hinter. Free the End. Es gibt eine Menge Level für uns.
Oh, das tut richtig gut. Damit werden wir auf jeden Fall noch mal eine Menge Spaß haben. Full Enchanten, etc. Wir holen uns das nächste Achievement. Und zwar... The Next Generation, auch erledigt. Und dann geht es jetzt in Richtung der Endcities, meine Damen und Herren. Ihr kennt das Ganze. Wir machen das nicht zum ersten Mal. Und das ist jetzt vielleicht eventuell schwierig für manche zu verstehen oder so, aber es ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir vielleicht eine Endcity direkt in der Nähe unseres Spawns haben. Wenn das der Fall sein sollte, sparen wir echt viel Zeit. So, und es geht rüber in die Endcities. Und nächste Achievement, Remote Getaway. Let's go! Was habe ich jetzt eigentlich noch vor, für weiteres Equipment mir zu holen? Ich möchte auf jeden Fall eine weitere OP-Spitzhacke haben. Ich möchte halt jeweils Fortune 3 und Silktouch haben. Ich möchte ein zweites Schwert haben. Sharpness, Looting 3, Fire Spect, Unbreaking 3, Mending. Sharp 5 hat auf jeden Fall. Also ein Smite und ein Sharpness-Schwert sozusagen haben. Das hier ist das Smite-Schwert. Dann brauche ich eigentlich nur Feather Falling, Mending noch für die Schuhe. Dann Hose. Reicht es mir aus, wenn ich nochmal irgendwie eine zweite Prot... Also das muss auf Prot 4 gebracht werden. Auch Prot 4. Helm bräuchte ich Prot 4 Respiration. Was wir auch mitnehmen müssen, sind, by the way, Chorusfrüchte, denn wir haben immer noch unsere Balanced Diet. Und natürlich, auf die Hose kommt auch nochmal Swift Sneak drauf. Das habe ich schon fast vergessen zu erwähnen. Nur das werden wir jetzt halt nicht erledigen, sondern das ist dann erst später soweit. Nächstes Achievement, The City at the End of the Game. Wir haben unsere erste Schalker Shell, sehr nice. Und wir haben Diamanten und Emeralds. Und ich liebe es jetzt schon, den ganzen Stuff heute hier zu looten. Featherfording 4, unfassbar. Und wir haben unsere allererste Elytra, Sky's the Limit. So, und dann eben sofort mal Mending drauf. Und auch Unbreaking 3. So, wir machen mal das nächste Achievement. Und zwar Great View from Up here. Wir müssen 50 Blöcke ablevitaten. Das kann man aber relativ, sagen wir mal, clever umgehen, wenn man das so macht. Und wir können jetzt mal ein bisschen fliegen und looten erstmal die Endcities. So, next Endcity. Mit direkt auch der nächsten Boah, okay. Hier wäre eine Elytra, da wäre eine. Dann haben wir sogar schon drei. Und by the way, was die Achievements im End angeht, wir haben jetzt nur noch Respawn the Ender Dragon. Das werden wir dann ein weiteres Mal machen. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, weil ich hätte jetzt dann mal Gastränen farmen müssen. Sharpness 5, Looting 3. Mhm, fast. Alright, wir machen unsere erste Schalker. Oh, ist ja wirklich ein Bless. Wir machen sie auch direkt schick Light Gray. Und dort kommt erstmal alles rein, was ich hier heute so looten werde. Mal gucken, was das am Ende alles genau sein wird. Mach's gut. Looting 2, Diaschwert, sehr nice. Damit haben wir dann Looting 3 erstmal auf unserem Smite. Noch einmal hier rein. Ich hoffe ja noch auf so ein Loot, also auf mein Sharpness-Looting-Schwert hätte ich nochmal Bock. Sowas ist auch immer nice. Also Leute, wir machen jetzt erstmal Feierabend. Ich bin sehr weit getravelt. Ich habe echt viele Endcities gelootet. Ich zeige euch die insgesamte Ausbeute. Viel Gold, viel Eisen, Diamanten, Emeralds, Elytras. Wir haben hier unsere Tränke. Die habe ich alle jetzt angefangen hier reinzumachen. Das sind alles Instant Healing 2 Tränke. Hier haben wir eben Rüstungsteile. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Da kann man auf jeden Fall sich was Nettes kombinieren. Hier haben wir nochmal Tools. Auch eigentlich nur größtenteils die besten mitgenommen. Und das Wichtigste, wir haben im End jetzt fast jedes Achievement, bis eben auf den Respawn des Ender Dranks. So, also, hier ist komplettes Chaos gerade los. Ich bin am Enchanten und am Machen. Wir sind jetzt erstmal Full Prot 4 und ein bisschen 3. Aber auch hier Featherfalling 4 erstmal wichtig. Bogen hier, Flame da, hier irgendwie Sharpness-Schwerter mit Knockback und so. Alles ein bisschen chaotisch, aber wir sind auf jeden Fall eigentlich OP-geared. So, jetzt haben wir auch eine Silk Touch. Ah, Spitzhacke, sehr gut. Ich habe es jetzt nicht mehr ausgehalten. Wir hatten ein zu großes Chaos. Wirklich, das war nicht auszuhalten. Ich habe ganz kurz unser wunderschönes Häuschen. Es ist jetzt nicht mehr die Anfängerbase. Es ist sozusagen ein Level weiter. Wir sind weiterentwickelt. Nachdem wir jetzt den Enderdrachen besiegt haben und eben Elytra und den ganzen Stuff drumherum haben, wurde es jetzt Zeit, das Ganze ein bisschen aufzuwerten und haben unter anderem einmal ein bisschen aufgeräumt. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Fläche. Wir haben zwei Villager, die hier eingesperrt sind. Und wir haben... das. Unsere sortierten Kisten. Es musste jetzt mal sortiert werden, weil alles andere hätte ich jetzt hier nicht länger ausgehalten. Das war zu chaotisch. Jetzt ist erstmal alles wieder ordentlich und damit können wir erstmal wieder zufrieden sein. Und das bin ich jetzt auch. Und zufrieden bin ich auch definitiv mit dieser ersten Episode unserer zweiten Staffel All Achievements. Was uns aber in der nächsten Folge auch noch erwarten wird, ist eine ganz schön große Vielzahl von verschiedensten Achievements. Wir müssen uns unbedingt noch die nächsten Kreaturen, die auch mit dem Update dazu kamen. Es gibt da nämlich noch so ein paar
interessante Achievements, die ich unbedingt in der nächsten Folge ranholen möchte. Diese Folge dient dir jetzt halt mehr oder weniger erstmal dazu, dass wir überhaupt erstmal reinstarten können und sozusagen alles zusammen haben, was wir jetzt erstmal brauchen, um in Ultra Hardcore stabil voranzukommen. Und dann geht es in der nächsten Folge, denke ich mal, um den LA. Es geht weiter um die Frösche. Es wird um den Wither gehen. Es geht um den Beacon. Es geht um Raids. Alles drum und dran. Ich freue mich darauf. Wir haben uns auf jeden Fall etwas vorgenommen und sind noch lange, lange nicht am Ziel. Lasst ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut!